Küchentüre draußen. Susanne, was soll denn der Mann? Ich dachte, der wird auch mitfahren. Wieso sitzt er nicht im Bus? So liebt sie mich. Jetzt hat sie mich schon wieder vergessen. Aber egal. Auf geht's nach Rom. Ihr könnt gerne da trennen, aber ihr müsst euch dann um alles selber kümmern. Nehmen wir das Angebot an? Ja. Und was ist mit dir? Würdest du auch bleiben? Da kommen ja unsere beiden Grazien. Hat das Styling so lange gedauert? Naja, hupst dann deine Haare noch. Welche Idee haben wir? Die Grundidee kommt eigentlich auch wieder von Wilfried Scholl. Der hatte immer die guten Ideen. So, liebe Freunde, jetzt noch ein Knaller zum Schluss. Und in der Regel setzt er sie auch um. Mal so ein Filmcamp zu machen. So, jetzt mache ich den Cut irgendwo und dann zack, zack, zack. Nee, also Filmprofis sind ja ganz und gar nicht. Die Hauptdarsteller sind Parkinson-Erkrankte und ihre Angehörige. Ich bin ja so aufgeregt, ich zitter schon. Tun wir doch alle irgendwo. Es gibt viel, viel Leute, die sich aufgrund der Erkrankung zu Hause verstecken. Fahrt ihr ruhig mal, ich bin allein. Allein habe ich keinen Bock, da bin ich ja eh noch dritter Radamann. Ja, also die Botschaft, die wir gerne rüberbringen möchten, ist, dass selbst wenn man an Parkinson erkrankt ist, die Welt nicht untergeht. Um die aus der Isolation rauszuholen, beziehungsweise erst, dass sie gar nicht in die Isolation also reinkommen. Roland, auch Italiens Töchter haben schöne Mütter. Ja, wenn das so ist. Dass die Leute sehen, was man mit Parkinson trotz alledem noch machen kann. Dass auch Menschen mit Handicap so ein Filmprojekt bewältigen können. Ich fand es toll, dass wir nicht ein vorgegebenes Drehbuch bekommen haben. Wir können jederzeit spenden und können die Geschichte umgehen. Ich glaube, das Team hat schon öfters mit Parkinson Betroffenen zu tun gehabt. War angenehm überrascht, wie sensibel sie auch mit den betroffenen Schauspielern umgegangen sind. Es hat Spaß gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nee, der will ja jetzt die Runde machen. Die Runde nicht machen? Ja, nee. Klar, am Ende abgebimmelt. Mit Hilfe der Regie. Brötchen sind da, klatschen. Ja. Hat das am Ende super funktioniert, denke ich. Weil das jetzt auf Kommando können. Jeder hat eine andere Idee gehabt und das haben wir schön zusammengefügt. Dass wir zusammen dann am Drehbuch gearbeitet haben. Ja, natürlich sage ich nur Hals Maul. Nur da, Hals Maul. Jede Szene muss natürlich auch mitunter mehrmals gedreht werden. Guten Tag. Scharf. Hallo, ich bin der Willi aus der Pfalz. Hallo, ich bin der Willi aus der Pfalz. Bin der Willi aus der Pfalz. Der Willi aus der Pfalz. Willi aus der Pfalz. Ich bin der Willi, 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 Willi aus der Pfalz. Wenn dann eine Szene richtig im Kasten sitzt und man hat dieses Erfolgserlebnis, das baut sofort wieder auf. Kinder, das war's. Wie jeder so sein Part übernommen hat und auch eigene Ideen eingebracht haben. Um dem Film eine bestimmte Handlung zu geben. Dass unser Gruppenleiter eine Reise gewonnen hat. Ihr glaubt es nicht, es geht nach Rom! Die Gruppe denkt halt, es geht wirklich nach Italien. Und auf einmal steht man mitten im Verlassen in Rom, aber nicht in Rom in Italien, sondern in Rom im Bergischen Land, in Nordrhein-Westfalen. Dann tritt ein selbsterkrankter, depressiver Hotelier auf. Und am nächsten Morgen frühstückt sich, nähert man sich so ein bisschen an, der Hotelier erzählt so seine Geschichte. Seine Frau ist weggelaufen, er hängt in einer Depression drin, macht den Laden dicht, der will nimmer. Weil er zufällig die gleiche Krankheit hatte wie wir auch, Parkinson. Aber so wie wir es gewohnt sind, versuchen wir das Beste aus der Situation zu machen. Wir helfen ihm, wir bringen das Hotel wieder auf Vordermann. Heute fängt ein neues Leben an. Es soll halt sagen, es ist nicht das Ende. Es gibt immer wieder was, auf das man aufbauen kann. Man bekommt eine Diagnose, man ist tief unten in einem tiefen Tal, aber mit der Gruppe schafft man es, sich aus diesem tiefen Tal heraus zu katapultieren. Wir haben also auch noch eine Chance, in der Gesellschaft teilzuhaben. Man soll den Humor und den Spaß nicht verlieren. Wir haben sechs im Bus, guck hin. Er wollte verschiedene Hose haben. Daraus ist eine ganz tolle Gemeinschaft gewachsen. Wirklich eine tolle Truppe, fand ich. Wie eine Familie.
Ich würde mich freuen, wenn es eine Fortsetzung von Rom geben würde. Auf eine gemeinsame Tour. Warte, Kevin. Wenn wir wirklich in das richtige Rom gefahren wären und hätten da einen Film gedreht, der wäre nie so lustig geworden wie der hier.